Der erste offizielle Tag auf der CMT in Stuttgart. Unser Rundgang beginnt jetzt hier in Halle 1 und wir haben uns mal hier oben auf die Empore gestellt, um euch hier unten zu zeigen. Es ist jetzt gerade 10:45 und hier ist die Hölle los. Wir stehen direkt auf dem Platz an der Autobahn und ich kann euch sagen, das sind noch nicht alle Menschen. Da auf der Autobahn steht noch eine ganze Reihe an Autos, die hier aufs Gelände wollen. Ne? Genau. Und wir machen jetzt mit euch so einen kleinen Rundgang. Ja. Ich denke, den teilen wir nochmal in zwei Teile, denke ich mal. Ich glaube, die CMT ist so groß, dass wir daraus auch vielleicht drei Teile machen werden. Ja. Einfach mal einen Rundgang, um euch zu zeigen, was hier so los ist. Wir werden heute wahrscheinlich nicht in viele Fahrzeuge reingehen können, weil es einfach zu voll ist. Aber wir gucken mal, wir verschaffen uns jetzt mal mit euch zusammen einen kleinen Überblick hier. Richtig. Wir sind jetzt hier oben im Prinzip, ja, die Hallen sind hier ein bisschen komisch aufgeteilt, finde ich. Also ich bin der erste Mal hier. Es ist die Halle 1 und dann ist oben dran nochmal wie so ein Balkon, einmal ringsherum, wo auch noch Hersteller sich breit gemacht haben und wo man auch noch eine ganze Menge zu sehen hat. Ne? Also die CMT, wir sind überrascht, wie groß die ist. Ne? Wir wussten, sie ist groß, aber sie ist noch größer, als wir gedacht haben. Ja. Hier haben wir Mobile Art. Ja, und auf der anderen Seite steht dann noch XGO bei Palmo. Bei Palmo? Genau. Und kostengünstige Fahrzeuge, ne? Wir haben jetzt auch schon ein paar gesehen bei Mike und Tina zum Umbau, ne? 50.999 Euro habt ihr hier für ein XGO Dynamic 99P. Ja, 140 PS. Was mir nicht so bei Palmo gefällt, sind die komischen Putzen vorne, die sind so eckig. Ja, können wir mal hier vorne zeigen, ne? Die sind sehr eckig, ne? Ja. Das ist nicht so mein Ding, aber wie gesagt, Geschmack macht einsam. Das wirkt so ein bisschen, finde ich, immer wie so draufgesetzt, als wenn das nicht so integriert wäre, ne? Und wenn, habe ich von XGO noch gar nicht gesehen. Typischer Lenkschläfer. Vom Möbelbauer würde ich sagen Trigano-Gruppe. Ja, 70.578 ist schon eine Nummer, ne? Ja, das ist eine Nummer. Und dann hier, Leute, guck mal, der Anfangspreis 50.999 und am Ende seid ihr dann bei 70. Dann gehen wir mal weiter. Es ist schön, mal wieder auf einer Messe zu sein, ne? Ich liebe Messen. Ich liebe es, mir alles anzugucken. 47.999 für den Kastenwagen. Ja, schwarze Autos, würde ich sagen, sind wir nicht weit weg von Uwe. Ja, genau. Dann gehen wir jetzt mal die Empore weiter rum. Und da sieht man schon, da stehen nur schwarze Kastenwagen. Das heißt, wir sind bei Giotti und Bravia angekommen, dementsprechend natürlich auch beim Uwe Gantel. Ne? Mhm. Und der hat sich hier oben sehr schön positioniert. Ne? Ja, haben euch einige Fahrzeuge von vorgestellt. Uwe mag ja diese schwarzen Autos, ne? Ja. Was sagt der Navid immer? Black is beautiful. Richtig. Also ihr seht schon auf den Bildern jetzt wahrscheinlich, wie voll es hier ist. Und dass es einfach nicht möglich ist, heute in irgendein Fahrzeug reinzugehen. Nee. Ja, das ist schon heftig. So, hier stehen dann noch die Giotti Line Terry-Reihe, die teilintegrierten. Hier sind die Verkaufsbüros aufgebaut. Die Kaffeemaschine kenne ich, da darf ich mir bestimmt gleich noch einen Kaffee nehmen. Meinst du? Ja. Ja, und dann endet es hier hinten beim Uwe mit den Miller-Modellen. Da haben wir euch ja auch schon ein paar gezeigt, den Toronto oder den Colorado oder Virginia heißt der eine, glaube ich. Ne? Auch sehr schöne Fahrzeuge. Was kosten die denn jetzt hier? Messepreis 72.990 Euro. Ja, 7,40 Meter, oder? Mhm. Weiter geht's hier bei Ahorn Camp. Genau, erleben Sie Ahorn Camp. Was war deine letzte Erfahrung mit Ahorn? Nicht so gut. Oh, guck mal hier. Ich glaube, die gucken zu viel unsere Videos. Grau und Gelb? Jo. Der hat eine gelbe ambiente Beleuchtung. Oh.
Das ist aber krass, ne? Aber hier, Irmscher-Design, ne? Ja. Und ein paar Irmscher-Felgen drauf. Also optisch ist der Renault immer eine Augenweide, definitiv, ne? Weil er vorne schön bullig ist. Ja, der sieht gut aus. Und wenn er dann auch so zurecht gemacht ist, ist das schon eine Nummer. Cool. Auch bei Auern ganz groß im Kommen sind die ganz kleinen, ne? Mhm. Die mit einem Ausbau und einem Aufstelldach ausgestattet sind. Das ist schon, die siehst du immer mehr. Die sind so krass. Dann die altbewährten Alkohol-Fahrzeuge, ne? Ja, die hat Auern ja auch immer. Wobei ich dieses Beige geht gar nicht bei mir. Nee, geht auch nicht. Ich weiß nicht warum. Ich mag es einfach nicht. Das A-Hörnchen? Das A-Hörnchen, genau. Ich weiß nicht, dieses Beige von außen, das gefällt mir gar nicht. Aber Leute, ihr seht, wir können hier kaum filmen. Da ist ein A-Hörnchen. Da ist ein A-Hörnchen. Das willst du mitnehmen, ne? Oh, ich kenne auch ganz viele Abonnenten von uns, die auch ein Ahorn haben. Guck mal, es gibt sogar Ahornschlappen. Wie witzig. Merchandise, können die. Können sie. Ja, aber da haben wir hier so einen Preis für so einen, sagen wir mal, ein Ahorn Kempf T660 Plus. Kostet? 71. Ja. 6,60 Meter? Auch auf dem Renault, genau. Reingehen unmöglich. Ja. Hier gehen wir auch noch mal schnell Hallo sagen. Hier ist nämlich RS Camp mit den kleinen Anhängern. Genau. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Ja, frohes Neues noch. Ja, mal ganz ausgefallene Farben. Diesmal in Sandbecher. Ja. Also der hat auch ein paar grob stollige Reifen drauf, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, also ja. Die Farbpaletten. Ramazan hat ja gesagt, er macht dir noch einen in Pink. Ja, genau. Irgendwann mal. Es gibt irgendwann eine Mona Edition in so einem Rahl-Pink. Der wird echt abgefahren. Und in Orange? Hier noch in Orange. Da ist der Roland schon ganz fleißig am Beraten. Ja, Roland ist eigentlich immer so mit Herzblut dabei, ne? Der Roland ist Verkäufer durch und durch. Ja. Ja. So, gucken wir noch mal schnell rein. Haben Sie noch was geändert oder ist das so geblieben? Das ist so gemütlich hier drin, ne? Ein paar Sachen sind wohl geändert worden, so wie es aussieht, ne? Ja, ein bisschen. Gut, so, wollen wir nicht weiter stören? Genau, sagen wir noch mal schnell frohes neues Jahr und dann sind wir weg. Roland, frohes neues Jahr? Frohes neues Jahr, Roland. Ja, ist auch mal schön, so mal ein bisschen so andere Sachen zu gucken. Ne? Jetzt hier wieder diese Camper auf diesen Anhängern kommen natürlich immer mehr. Ja. Mit Zelten oben drauf. Immer wieder neue Hersteller drücken auf den Markt. Was ich aber auch lustig finde, diese Anhänger, die legen anscheinend auch echt schon richtig Wert auf Alufelgen. Ne? Mhm. Der hier sieht ganz süß aus. Kuckuck heißt der. Kuckuck? Kuckuck. Ja, und der daneben, der hat auch schon ein echt cooles Design. Da ist es auch echt voll. Der sieht auch total witzig aus. Die finde ich auch lustig, diese eckigen Dinger, die dann umgebaut werden, aber auch dann im Tiny House Look. Das finde ich jetzt mal hier ganz interessant. Schau mal. Für jemanden, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, steht der schon hier hinten drauf. Und das muss ja auch bedacht werden, ne? Ja. Ja. Das ist witzig. Ja, diese Häuser sind natürlich, oder diese Anhänger sind natürlich voll lustig, ne? Können wir mal da durch die Tür gucken? Der sieht aus, als wäre er tiefer gelegt. TheCuba.de. The Adventure is Outside. Schau mal hier. Das sieht schon süß aus. Ne? Immer neue Ideen. Guck mal, das sieht aus wie, als, wie in einer Wohnung, ne? Ja. Mit dem Sideboard da. Ja. Hinten mit einem Hochbett dann. Nicht schlecht. Ey. Was? Markise, ja klar. Ja, aber guck mal, in Holzoptik. Hast du schon mal eine Markise in Holzoptik gesehen? Markise ist Holzoptik, ne? Ja, hab ich jetzt auch gesehen. Zumindest so angedeutet, ne? Du Klugscheißer, ja. Zumindest angedeutet. Du bist so ein Klugscheißer. Ja, so ein Häuschen. Auch cool. Da steht direkt ein ganzes Motorrad drin. Okay, Platz für ein Moped habt ihr hier drin. Hey, das ist so krass. Mit Mundlock, siehst du, da kannst du mit Luft.
Ja, es gibt echt immer wieder neue Dinge zu entdecken. Gut, Caretta haben wir schon gesehen. Ja. Kennen wir ja schon. Dann hier wieder, was ist das hier? Ein richtiges Plastikding. Mit Prilblumen beklebt da unten auf dem Bild. Ja, witzig. Ja, also die sind aus dem Boden geschossen wie nichts, ne? Diese kleinen Anhänger. Guck mal her. Der sieht cool aus. Welcher? Hier. Der Barefoot. Der ist voll auf Retro gemacht. Der ist total auf Retro gemacht. Guck mal rein. Da ist ein richtiges Badezimmer drin. Guck mal rein. Och, ist der gemütlich. Cool. Guck mal, das Badezimmer. Ja. Der ist cool. Der ist richtig cool. Der hat auch diese, heißen die Mooncaps? Ja, richtig. Die hat früher der Käfer immer drauf gehabt. Und jetzt stell dir das Ding mal vor und dann einen alten Käfer davor. Hör mal, da bist du der Held auf der Straße. Mega. Ja, der ist natürlich richtig Outdoor, ne? Der ist voll Outdoor. Ja. Campers. Guck mal hier mit Etagenbetten. Toilette mit einem Porta-Potti drin, aber eine riesige Sitzbank, ne? Hammer. Ah, der ist so cool. Und da gibt es überall Leute, jedes Fahrzeug findet seinen Käufer. Ja, total, absolut. Also bei sowas fällt mir ja immer wieder unser Freund Gordon ein, der total auf Offroad steht, ne? Ja. Ja, hier sind wir dann nochmal in Sachen Aufsetzkabinen, ist Tischer ja ganz... weit vorne mit im Geschäft, sage ich mal. Ne? An denen kommt man nicht vorbei, wenn man über Aufsetzkabinen spricht. Ne? Ja, weiter geht's. Ist so voll. Es ist wahnsinnig voll. Wie gut, dass wir gestern für euch ein paar Aufnahmen gemacht haben. Die waren zwar nicht von dem Rundgang hier, aber eben so ein bisschen ein paar Einblicke. Aber jetzt geht hier gar nichts mehr. Ihr seht, die Gänge sind wahnsinnig voll. Ja. Das ist süß. Hier steht so ein riesiger TGM-LKW, ne? Das ist ja ein MAN und aus dem MAN haben die einen Manfred gemacht. Es gibt noch einen Manfred. Noch einen Fred. Guck mal, stellen die unten durch. Genau, hier steht dann die Firma Roller Team. Auf der anderen Seite Moveo, da haben wir euch ja schon ein Video von gezeigt. Dann haben wir hier nicht zu vergessen natürlich Mobilwetter. Ne? Mobilwetter darf nirgendwo fehlen. Aber hier ist das auch gar kein Thema, wenn wir hier keine Fahrzeuge filmen, weil dann fahren wir einfach nach Dülmen und filmen da. Die haben nämlich auch genug stehen. Genau. So, eure Mobil haben wir euch auch kleine Einblicke gegeben. Genau, da war es gestern ganz nett. Wir haben den Kasten ganz vergessen, ne? Ja, den eurer Mobilkastenwagen. Ja. Aber den haben wir euch ja auch schon in Düsseldorf gezeigt. Richtig. So dann steht hier noch Challenger. Wie gesagt, es gibt ja hier im Prinzip nichts Neues, es ist alles dasselbe. Ja, hier auf der Düsseldorf ja letztes Mal vorgestellt, dieser graue Challenger hier. Ja, der war auch süß. Ne? Gucken, ob sie jetzt den Kühlergrill schon geändert haben, das sollte ja geändert werden. Ja, haben sie geändert, diese roten Zacken sind weg. Das war ja nicht so toll. Ja, dann haben wir hier vorne die Profiler- und Contourer-Reihe natürlich noch stehen, ne? Ja. Dann haben wir hier die Corvette Karmann, also eigentlich die ganze Trigano-Gruppe, ne? Karmann, Forster. Ja, den finde ich noch besser bei Ford. Der kostet auch gar nicht viel Geld, der kostet bei Ford weniger wie irgendwo anders. Ja, ich finde, der wertet das Ganze noch mal so ein bisschen auf, ne? Mhm. Ja, auch Karmann hat hier heute viel zu tun auf dem Stand. Die Verkäufer müssen sich quasi zerreißen in der Luft oder die Leute zerreißen sie in der Luft. Ja, dann geht es weiter hier vorne bei Forster natürlich auch mit den teilintegrierten, dem Forster Kastenwagen. Was ich wirklich bei Forster schade finde, dass die diesen kleinen grünen Frosch nicht mehr herstellen. Ne? Warum die davon so, weggegangen sind, kann ich gar nicht verstehen. Hallo! Ja, und hinter Forster versteckt sich dann noch
Benny mal. Kriegst du jetzt einen Hut? Oh, in Düsseldorf habe ich den nicht bekommen. Nee. Ich schaue einfach mal, ob ich hier einen Benny mal Hut kriegen kann. Wir gehen mal durch. Ja, können wir nochmal erwähnen, wir waren ja 21 ganz nah am Benimar-Werk dran. Ja, genau, in Penis Cola. In Penis Cola. Genau, da ja, sind wir aber nicht hingefahren. Ne? Wir hätten uns das eigentlich gerne mal angeschaut. Ne? Und heute gibt es hier, wahrscheinlich weil es Winter ist und kein Sommer mehr wie in Düsseldorf, gibt es heute keine Benimar-Strohhüte. Ja. So, jetzt sind wir angekommen in Halle 2. Und zwar sind hier ein bisschen die Dickschiffe. Concorde haben wir hier vorne stehen. Hier ist es auch direkt sehr viel ruhiger in der Halle. Sehr viel gesitteter. Man meint immer so ein bisschen, in dieser Halle ist kein Spaß. Ne? Also hier hält kein Spaß Einzug. Nicht so wie in den anderen Hallen. Da ist ein Hund unzufrieden, der bellt. Ja, könnte Wilma sein, ne? Wilma bellt auch, wenn sie unzufrieden ist. So, direkt neben Concorde finden wir dann Phoenix. Und dann haben wir hier Wingam. Und dann haben wir hier einen Wingam-Stand. Aha, Wingam ist diesmal selber vor Ort. In Düsseldorf standen die ja mit beim Ganter auf dem Stand, ne? Hm. Ja. Hat er eine neue Beklebung gekriegt? Oder genau. Halt nur nee, der hat eine neue Beklebung. Beklebt, ne? Ja. Ja. Von außen, einmal hier im Hell. Hallo, hallo, willkommen daheim. Die Moreno-Familie ist natürlich auch da. Haben sich dann hier breit gemacht. Hat man auch wieder was zu gucken. Der Robert ist auch da. Wo ist der Robert? Da hinten steht der Robert. Da hinten ist der Robert. Im Gespräch. Im Gespräch. Genau. Dann haben wir hier mal eine Halle nur für Reisen. Genau, wo ihr euch informieren könnt, wo es, wo ihr hinreisen könnt. Hier ist aber der Geräuschkulisse drin, du leckst mich. Da wäre zum Beispiel schon mal unser Ziel, da oben steht ganz groß Kroatien drauf. Mhm. Da kann man sich ein bisschen Infomaterial mitnehmen, ja, für eure nächste Reise, ne? Das ist schon der Hammer los. Hier ist es sehr laut und sehr voll und deswegen würde ich sagen, biegen wir direkt ab in die nächste Halle. Genau. Also ein Shake ist für mich anders, das ist einfach eine Milch geworden. Ja, das ist Milch geworden. Halle 6 habt ihr dann auch nochmal komplett Reisen? Ja, genau, auch mit ganz vielen Reiseführern, Infomaterial. Aber genauso voll wie die Halle 4. Ja, die also Leute planen jetzt schon ihre Reisen. Wie sieht's aus? Wer ist die süße Maus denn da? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber die ist niedlich. Halle 8. Halle 8. Viele Camper. Also Kastenmarkt, ne? Ja, genau. Oder Bulli-Ausbauten. Ja. Und Zubehör für Bulli-Ausbauten. Ja, genau. Viele Menschen. Ja, auch was es gut hier zu kaufen gibt, sind direkt so Boxensysteme für hinten drin. Küche, ja. Kocher. Sehen wir jetzt hier mal, ne? Da haben wir dann hinten alles drin, was man braucht, ne? Ja, hier einen coolen Grün. Die Kiste schiebst du einfach hinten in deinen Bulli rein und dann hast du eigentlich schon eine funktionsfähige Küche. Cool. Ich habe schon wieder Hunger. Ehrlich? Immer. Ich habe immer Hunger. So. Also es ist so voll hier. Es ist so krass. Das ist unbeschreiblich. Ja. Ich finde das aber auch schön, weil die Leute haben alle wieder Bock rauszugehen. Oh, den hätte ich den auch so dreckig machen können. Ja, den hätte man erst mal waschen können. Ne? Ist ja halt ein Offroad-Auto, ne? Ja. So, dann gehen wir mal weiter. Und hier können wir wieder bestätigen, alles diese kleinen Camper, ne? Ja, genau. Die ganz kleine Variation, dann eben mit Ausbauten. Ja, aber guck mal hier, was für ein geiler Ausbau, ne? Ja, der ist gut gemacht. Der sieht cool aus. Mann, der sieht so richtig massiv aus, ne?
Also ihr seht, es wird immer mal was Individuelles gemacht. Guck mal, die Türe finde ich auch besonders schön. Ja. Wow. Nicht schlecht. Hier auch mit dem Radhalter, dass es genau hier drunter passt, damit die Fahrräder drin sind. Ja. Gut, die Räder natürlich angeschraubt, ist natürlich individuell, ne? Genau. Aber also, süß. An der Seite mal gucken? Ja, gerne. Schauen wir mal eben rein. Also hier meinst du, hier wäre es in der Hütte, ne? In der Almhütte, ja. Aber guck mal hinter dir direkt mit dem Kochfeld. Sollen wir mal eben ins Bad schauen? Ach, guck mal, selbst das Waschbecken ist aus Holz. Guck mal hier, wie du schön hier sitzen kannst. Ja. Aber das Bett ist sehr schmal. Das Bett ist schmal, das kannst du aber breiter machen. Guck mal, das Waschbecken ist aus Holz. Mhm. Ja, und schau mal, das untere Holzteil, das schiebst du in dieser Leiste nach vorne und dann ist dein Bett größer. Dann kannst du aber nicht mehr, kannst du nur auf einem Platz sitzen. Ja. Und hier kochen mit Induktion und... Induktion ist das, ja. Cool. Der sieht gut aus. Hier draußen habt ihr dann Küchenutensilien. Wo ist er?